Wir stellen gleich mal um auf OP. OPP. Ach, guck mal, oh Gott, guck mal, hast du gesehen? 250 war der doch. Ich hab noch mehr nichts drin stehen. Ja, es hat auch nicht gelockt, ich hab aber gesehen, wie viel es oben gefahren hat. Also er fährt auf jeden Fall zu schnell, der Typ. Also wenn der nicht so schnell fährt, dann... Ja, gerade. Wir gerade? Ja, gerade. Ja. Ja. Ja, super! Null! Rechts ranfahren. Aussteigen aus dem Fahrzeug und rechts ranfahren. Okay, und was ist die Begründung? Allgemeine Verkehrskontrolle. Ist das hier ernst? Sie sind so schnell. Okay, ich stehe hier. Hat unser System gemessen. Warte mal, ich stehe hier und ich bin zu schnell. Jetzt rechts ranfahren. Fahrer, steigen Sie aus dem Fahrzeug. Ja, okay, ich hab nichts dabei. Ich komm grad zum Krankenhaus. Aber bitte die Maske ab. Weil die Spanisch oder warum steigen sie nicht einfach direkt beim ersten Mal aus, wenn ich ihnen das sage? Also, wir haben sie am Meeting Point, sind an unserer Dark Control vorbeigerast mit 240. Ah, 250. Achso, tut mir leid. Echt? Ja. Ich hab nicht mehr gewusst, dass ihr. Ich hab euch nicht mehr gesehen. Ja, das ist auch der Ziel von der Radarkontrolle. Haben Sie vielleicht einen Führerschein für mich und einen Personalausweis? Personalausweis. Da. Kürzer haben sie nicht, tatsächlich. Ja, dann machen wir ein paar Krall dran, ne? Sie haben einen Fahrer ohne Führerschein. Wie viel kostet mich das? Ja, sag ich dir gleich. So, dann einmal Missachtung von. Haben Sie Reparaturgast und sowas dabei? Ich hab sogar dabei. Denken Sie das meinem Kollegen. Was soll ich denn geben, oder? Ja, bitte. Ja, komm her. So, dann ist auch der Verkehrsregel. Hab ich's ihm? Mhm, ja. Okay. Hat er? Also, hat aber erst. Ich gebe ihm das zurück, warten Sie. Okay. 870.000 und dann haben Sie Ihren Führerschein. Was? Aktion nicht möglich im Metalllimit? Der hat mehr, als ich ihm geben kann. Okay, war gut. Dann. So, 870.000 okay. Strafrecht für Sie, der von Ihrer Kraftzeit nicht mehr fahren ist. Und Sie müssen umgehend den Führerschein machen können, dies aber erst in 48 Stunden tun. Wie jetzt? Kann ich erst in 48 Stunden... Ja, Sie können jetzt 2 Stunden keinen Führerschein machen. Sollten Sie natürlich mit dem Fahrzeug rumfahren, ja. Und Sie werden aber erwischt, heißt es Gefängnis direkt. Wie lange? Warum Gefängnis direkt? Nee, also Sie können jetzt erst in 48 Stunden wieder einen Führerschein machen. Wenn wir Sie vorher ohne Führerschein erwischen mit dem Auto fahren, werden Sie eingesperrt direkt. Okay. Gut, dann perfekt, ja. Okay. Wünsche mir noch einen schönen Tag. Ciao. Tschüss. Viel Spaß beim Lauf. Das ist so geil, und das Auto ist schon wieder... Ach, stimmt, das ist der von vorhin, ey. Schön, dass wir überall Fahrzeuge auf unserem Schnee gelegt haben. Das ist schön. Geil. Alle Fahrer bitte einmal jetzt ranfahren, allgemeine Verkehrskontrolle. Sofort rechts ranfahren, der Mercedes. Ja, rechts ranfahren. Fahrer, aussteigen aus dem Fahrzeug. Aua. Fahrer, steigen Sie aus dem Fahrzeug aus. Aua. Fahr. Rechts ranfahren, sofort stehen bleiben, der Herr. Hab das Kennzeichen schon mal gelockt. Ich hab aus der Geschwindigkeit rausgemacht, egal, wissen wir noch. Stehen bleiben. Sofort stehen bleiben. Aber beim nächsten Oh fuck! Alles gut. Geht. Oha, das ist ein gutes Manöver. Eigentlich schon, das war alles gekonnt, ja. Diensterfahrung, ja. Stehen bleiben. Es bringt ihnen nichts wegzufahren, da werden sie eh einholen. Oder auch nicht. Naja, ich bin mir nicht so sicher. Ja, wenn er einen Unfall baut, vielleicht kann er nicht fahren. Das sieht man. Rechts ranfahren, jetzt, sofort. Es wird nur noch schlimmer für Sie, wenn Sie sich rechts ranfahren. Glauben Sie uns, ergeben Sie sich einfach. Ey, du scheiß unterbemittelter Zivilist, bleib jetzt stehen, du scheiß IQ-Inkompetenz. Gott.
Oh fuck. Scheiße. 100 bewegt ihren Hintern jetzt sofort hier hoch. Der ist doch hier irgendwo hinlang gefahren, ne? Sprechen Sie mir nicht. Der ist links, links, links. Sicher? Kommt der ja. Jetzt der. Was war das? Oh, der war zu schnell, der hinter uns, der ist zu schnell. Ja, egal. Lass schon erstmal die Verhandlung. Ja, ja. Ah, die Fahndung stimmt, das war das, was du gelockt hast. Ne? Mm, ja, aber er hat da auch gut was drauf, ne? Was? 98? Das ist doch niemals 98 gewesen. Was? 98? Oh Gott. Ich messe mal neu. Fahrerbeschrei. Fuck. Achtung, Achtung, es findet einmal Verkehrskontrolle statt. Fahren Sie jetzt an den Straßenrand und steigen Sie aus dem Fahrzeug. Das waren die nur mit 98. Oh. Der gibt Gas. Was, die schon wieder? Hat das schon mal gelockt, ne? Ja. Ja, fahren Sie rechts ran, der Herr. Sie haben eh keine Chance wegzufahren. Bleiben Sie 281 Lok! Okay, 281, okay, dann ist das so. Hier kann man nur Unfälle bauen. Wenn der keinen Unfall baut, dann lache ich. Den bleiben mit Ihrem Fahrzeug jetzt. Sie haben eh keine Chance. Wir werden Sie gleich wegkramen und dann machen Sie Auto kaputt. Jetzt bleiben Sie doch einfach stehen. Das feint ja schon. Hören Sie einfach auf, sind Sie dumm zum Wegfahren. Sie untervermittelt das Zivilist, jetzt bleiben Sie endlich stehen. Stopp. Oh, Staatsbank. Nimm die scheiß Hände hoch! Nimm die scheiß Hände hoch! Oh, hm? Wollen Sie uns verarschen, Mann? Gehen wir japanisch für Sie oder was? Sie sind doch 280 in der 80er-Zone gefahren, wollen Sie uns veräppeln? Ja, sorry, tut uns leid. Tut uns leid? Was für uns? Ist noch ein Beifahrer drin? Ist noch ein Beifahrer drin? Ja, der erste kommt jetzt raus. Ich schau mal. Da ist noch ein Beifahrer drin! Ey, steig doch mal aus dem Fahrzeug, der Herr. Ach so. Ja! Der Herr, aussteigen aus dem Fahrzeug. Steig jetzt aus dem scheiß Fahrzeug jetzt aus! Ja, die Tür klemmt, ich komme hier gerade irgendwie nicht raus. Ich will nur die Scheibe einzustellen, die ich nicht raussetzen kann, aber. Aus dem Fahrzeug raus. Was? Sie in den Beisteigen? Er kann nicht, weil diese Laterne da drin steht. Im Pazifik. Herr Weiß, die Frau Turk und der Herr Baker sind bei dem. Ich bin gerade nicht raus. Baker und der Herr Turk sind. Ja, okay. Sind vier Panzer, aber danach sind wir. Ich mach schon. Egal, ich schreibe Ihnen mal Ihren Ding fertig, ja? Können Sie mich rausbringen? Ja. So, ich müsste ja einmal durchsuchen, ja, weil Sie mit einem Fahrzeug saßen, ja? Ich lege auch mal ganz kurz Handschuhe an. Ich muss auch, ich gucke auch ganz kurz ins Fahrzeug. Oh mein Kopf. Nix egal, ist ein Fahrzeug. Sie sind einmal vor uns gesehen. Schreibt den Akteneintrag, gibt ihm das Bußgeld, aber wir müssen da gehen lassen wegen Staatsbank. Ja, wir müssen so. Was ist mit KZ? Einsatzplatz, ich hörte. Nee. Achso, oh, Tatsache, ja. Das ist ein komisches Kennzeichen. Also, dass ich bitte auch einhalten, als wäre eine Oberbootsausbildung kommen. Als wären der Oberwurzschaft zwei Stunden lang gehen, oder? It's time to mine. Die Fahndung schon an die 1-Oder bekommen. 1-Oder schon gehört bekommen. Die haben soweit 3 Geiseln und 5 gekauft. Ne, soweit bin 4. Gehen Sie schon mal mit der Fahndung. Warum wie ist das jetzt nicht wahr? Wenn das wahr ist, ist das doch was hier aus. Naja. Können wir ja blitzen. Das rechne ich, als richtig auf Provokant, das rechnen wir den Oberwurz, wenn die dann wegfahren bei der Verfolgung. Natürlich, da muss alles drauf. Ja, das ist echt klasse. Du kannst damit so viel Waren beschreiben, finde ich richtig geil. Weil du hast hier instant das Kennzeichen auch. Ja, echt so. Das sieht wild aus. Deswegen, du musst es nur einmal gelockt haben. Wenn ich bekomme, scheißegal. Da schreibst du auf Flucht mit rein und alles, ne? Ich hör auf einzeln eintreffen. Ja, einzeln halt im ich würde mal Geld haben. Ihr wollt zweimal Geld haben. Herr Berger. Oh nein. Okay, wie viel Geld wollt ihr? Aber der hat eine Maske auf, wie viel Geld wollt ihr denn für die Geist? Der hat sich nur so ein bisschen so angefangen. Fahrzeugkennzeichen. Oh Gott. Einzelzeitung hört's kommen.
Wie viel? 100.000 für die Geisel. Das können wir nicht machen. Das müssen wir weniger. Das ist, was sie machen können. Ich frage einmal mal nach, wie viel wir gerade das Billett zusammen hat, okay? Ja, bleiben Sie erstmal auf der Suche. Einen Moment, ich muss die Einseite fragen, wie viel gerade wir Verfügung haben. Ja, okay, ich werde ihn dann. 100.000 wollen die und das bleibt auch so. Wir kriegen zweimal 100.000. Wenn Sie Zeit nichts mit Ihnen machen, dann müssen wir. Werde ich jetzt mit. So, dann nehmen wir jetzt mit. Wir schießen auf uns. Die Ballung kommt hier runter, Die Warnungsführung an die Einsatzleitung kommen. Wie, die schießen auf die Kollegen, alles klar? Die Einsatzleitung hört, die kommen. Also sie haben soweit drei Geisel. Die wollen für zwei Geisel jeweils 100.000. Aber da das sie die Geisel zum Beispiel schießen, kann, naja, sagen sie dazu. Und ein Geisel zum freien Abzug. Ja, soweit 10-4. Ja, sie können mit dem freien Abzug schon mal anfangen. 10-4. Die wollen noch für jede Geisel 100.000. Wie viel können wir den maximal rausgeben, also das Minimalste? Warte, was? Sie wollen für alle vier Geiseln? Für alle zwei Geiseln wollen sie 100.000. Beziehungsweise... Ja, gehen sie runter auf 50.000 pro Geisel. 10-4. Ja, also, ich habe jetzt mit der Einzelbahn... Ach Gott. Für die sehr wenig Geld zur Verfügung hat, könnten wir leider nur 5.000 pro Geiseln machen. Was? 5.000? Der hat 50.000 nicht verstanden. Ja, es tut mir leid, dass wir gerade alles zusammenfassen müssen. Es gibt jetzt die Möglichkeit, die Zensen abzunehmen. Das dürfen sie nur machen, wenn es im Cockpit auch so drinnen steht. Soll ich irgendjemand erwischen, wenn ein Officer irgendjemand die Zensen einfach so abnimmt, kriegt er von mir gleich eine Abmahnung. Die was abnimmt? Die Zensen. Gut, wenn wir den machen. Macht man das? Weil dann hätten sie freien Abzug, sie hätten ihr Geld. Wir werden danach leider, aber. Ich denke mal über das Lizenzmenü, bei F6-Muskelmenü, ne? Ja, das können wir. Lol. Wir können die Leute jetzt wirklich den Führerschein abnehmen, ist ja witzig. Wir machen das danach weiter. Oh ja, wir können damit gleich richtig Leute abfacken. Okay, alle. Die Fahndungsführung an die eine Seite kommen. Oder eh wieder drei Jahre. Die Staatsbank, ich bin kurz mal für kleine Martins. Naja. Die Fahndungsführung an die Einsatzleitung kommen. Schau, Digga, hier kommt viel mehr Bullen, Jungs, ey. Wir haben die Einsatzleitung antwortet derzeit nicht. Also, ich könnte sie maximal aus meiner Brieftasche noch. Ein wunderschön. 70.000 pro Geisen rausschnappen, mindestens. Jungs, wir holen dann gleich die Geisel, ja? Wie bitte? Für den freien Abzug holen wir gleich mal die Geisel. Wir können sie das wiederholen, ein bisschen lauter reden. Geisel, komm, check. Hören Sie mich. Ganz gut, Geisel, ja? Ja, holen Sie mal die Geisel, bitte. Das wäre sehr freundlich. Damit ich auch mal sehe, wie die aussehen. So, die TV sind jetzt einmal die Geiseln, um zu schauen, wie es denen geht. Die wollen, ich habe jetzt denen angeboten, 70.000 pro Geisel zu geben. Ich bin da hissbar. Ich bin da wild. Also das heißt, ich komme jetzt einmal rein, unbewaffnet, und dann... Was? Nein, auf gar keinen Fall rein, auf gar keinen Fall. Jetzt? Ja, das können wir... Da musste ich ganz kurz mal einschreiten, ja? Schadenvermeidung und so. Naja, er war ja ganz was Gehirn aus, ja? Ach Gott. We don't have to sacrifice. So, ist schon irgendwie ein Vorschuss oder sind die immer noch bei der Geschichte? Ne, immer das gleiche. Die Tarnungsführung für die andere Seite kommt. Wir sind keinen Step weiter. Also, die Tarnungsführung für die Einsatzleitung kommen. Ist okay. Die Einsatzleitung hat gerade ein Problem mit ihren Stimmbändern. Den 4 können Sie soweit die Einsatzleitung dann übernehmen, so der andere wieder da ist. Ja, ich übernehme mal Tempo. Ich übernehme temporär. Hört sie. Sind hier. Also, da vorne stehen ja zwei Wagen, die sind wahrscheinlich zum freien Abzug. Die könnten wir vielleicht mit Schalldämpfern einblasen oder zwei schießen. Ja, das können wir machen.
Hast du einen Schalldämpfer oder so auf irgendwas? Ich bin ganz so weit, einer mit einem Schalldämpfer übernehmen. Die zwei Wagen, die vor dem SG stehen, vor Startbank. Ich habe keinen scheiß Schalldämpfer. Ich hätte einen Schalldämpfer. Aber an der Pumpe habe ich einen. Ich habe an der Schrotflinte einen. Soll ich den machen? Ja. Okay, komm. Wurde schon gemacht, wurde schon gemacht. Mhm. Seid ihr noch da? Hallo. Hallo, die Herren da drin in SG sind. Nicht mehr in SG! Göttlich. Die Faust reagieren soweit jetzt nicht mehr. Ja, zum Vier einfach kurz warten, vielleicht besprechen die sich gerade. Hallo! Einfach kurz warten, ja, vielleicht besprechen die sich gerade oder so. Sind vier. Wenn vielleicht soweit zwei Leute mit Absprache von der Einsatzleitung aufs Dach gehen, das wäre freundlich, falls sie vom Dach abhauen. Ja, da sind aber welche von denen auf dem Dach, ist das Problem. Auf dem Dach. Herr Weiz, wir haben ganz kurze Einzelhaltung, ja? Ich geh mal ganz kurz das Banaktion machen. 76 übernimmt temporär die Einsatzleitung hört sich um. Könnten die vielleicht eine Overwatch über die Startbank machen, falls die Wiege von oben ab zwischen, weil irgendwie geben die keine Rückmeldung mehr und man kann ja unten vom Tresorraum aufs Dach und dann von hinten rum. Könnte eine Overwatch soweit mal über das über die Startbank fliegen? Also ich bin gerade auf dem Dach ist keiner. Achso, sie sind ja zu vier. Ja, eben waren das draußen, hier die draußen. Wo war der Heli? Auf dem Dach. Sind wir jetzt hier so weit weg? Weit begleitet uns gekauft. Also auf dem Helikopter. Also auf dem Dach steht kein Helikopter. Ja, sind wir. So weit und so und so schon. Kannst du für Einsatzleitung kommen? Ja. Einsatzleitung hört sich kommen. Ja, welche? Oder ja, die 33 dann. Naja, gut, weiß ich nicht melden. Unten auf den Zugriff vorbereiten. Ich gehe einfach oben von Dach rein, synchron. Sind vier unten koordiniert das irgendwann mit dem Zugriff. Sagt mir nur, wenn ihr reingeht. Sind vier. Wir geben dann, ich gebe dann Bescheid, wann die Einsatzleitung dann zu. Ja, sagen Sie einfach, wann Sie reingehen. Mir wurde gerade von zwei Medics erzählt, dass in der Staatsbank soweit keine mehr drin sind. Ja, wir gehen da jetzt rein. Sind vier, dann geht mal aufs Dach, geht hinter einen Gang und dann gehen wir noch zum vorderen Eingang. Können wir soweit rein? Die Warnung. Naja, Zugriff, Zugriff. SG stürmen, Staatsbank stürmen. Auf 3, 1, ja. 1, 2, 3. Alle am besten direkt runter. Oh, sorry. Ich dachte, ich war aber richtig da. Ja, die Faust sind soweit im Tresor. Im Tresor? Sind hier. Oh, mein Gott. Einmal sofort die Hände hoch. Auf die Hände nach oben. Los. Ja, die Faust sind soweit flüchtig, sind nur soweit. Was sind die flüchtig in Tresor wohin? Was? Ja, negativ, ich hab die ist nicht auf. Wie geht das denn auf? Jetzt ist auf. Rein. Das sind nur Geiseln, na super. Wiederhole das Dach. Ja, aufs Dach, aufs Dach, okay, das Dach. Aufs Dach, aufs Dach, aufs Dach. Also Tresorraum und Dach, soweit Code 4. Hier ist nix. Ja, sind wir, wir werden jetzt einmal die Geisel durchsuchen und mal schauen, ob die das waren. Ja, also Dach ist clear, keine Ahnung, wo die hin sind. Na. Ja, ansonsten ist jetzt Startbahn Code 4. Just a little thing, not dying.
Was eine komische Staatsbank, ja? Läuft doch gerade noch, oder? Laut unseren Meldern. Naja, eigentlich schon. Also, keine Ahnung, wie wir sind. Sehr, sehr komischer Bankraub. Sheriff 1, Code 9. Ja. Naja, okay. Ganz kurz.